Danke. Also, ich bin der Alex, Blutsauger auch bekannt. Wir machen das hier thematisch gleich entsprechend mit dem Bild. Tatort Niederbayern. Wie kommt es dazu, dass man ein Mapper wird? Ich bin das erste Mal auf der Vosges und bin gleich genötigt worden, hier einen Vortrag mitzumachen. Ich bin auch das erste Mal seit 15 Jahren wieder in einer Uni mit muffligen Hörsälen. Also ist eine spannende Aktion für mich. Wie kommt es dazu? Ich bin in den 2000er Jahren, als die ersten GPS-Geräte rauskamen, als ambitionierter Radfahrer eigentlich sehr dankbar gewesen, weil ich dann den Weg nach Hause wieder gefunden habe, weil ich eigentlich ein ziemlicher Orientierungstrottel bin. Und hatte damals die Idee, meine GPS-Tracks aufzuzeichnen und mir daraus eine Landkarte zu bauen. Also ich bin eigentlich, ich hebe jetzt den Anspruch, dass ich der Erfinder von OSM bin. Nur wie es bei den meisten Erfindern ist, es gibt immer einen, der noch schneller ist. Und ich bin dann eben auf OSM dadurch gekommen, dass ich diese Idee näher verfolgt habe. So, dann habe ich meine ersten Tracks eingezeichnet, hauptsächlich Waldwege, erste Straßen, das war ja alles noch weißes Land, unentdecktes Terrain. Und über diese Kontaktfunktion in OSM bin ich dann zu anderen Mappern gestoßen, Mapper Nearby, habe mich dann mit den Landshutern ein bisschen in Verbindung gesetzt und wir haben dann beschlossen, 2007 ungefähr einen ersten Stammtisch zu etablieren, dass wir uns einmal im Monat treffen und uns austauschen. Ja, was haben wir in Landshut gemacht? Die erste Aufgabe war natürlich zu mappen. Straßenverbindungen waren natürlich wichtig. Waldstücke, Gebäude gab es damals praktisch noch gar nicht. Hubbilder abmalen oder so war ziemlich uncool. Die erste Aufgabe war im Prinzip, das Straßennetz zu vervollständigen. Jeder kennt vielleicht, der sich mit OSM beschäftigt, das Problem der Straßenlisten. Da haben wir lange hingetüftelt. Es gab keine offiziellen Straßenlisten von Landshut, von den umliegenden Gemeinden haben wir dann teilweise mit Schreibmaschine beschriftete DIN A4-Seiten gekriegt. War eine sehr abenteuerliche Geschichte. So. Okay, das können wir jetzt mal, das sagen vielleicht die Kollegen dann noch dazu, wie wir mit Passo zusammengekommen sind. Das ist, so sieht ein typischer OSM-Stammtisch aus. Leute, wie sie hier alle im Bilderbuch stehen, Nerds, wie hat die Zeitung geschrieben, die Typen mit den langen Haaren und den Bärten. Wir haben bei uns in der Gruppe auch jemanden, der hat ein Vermessungsingenieurbüro und der hat uns die einmalige Möglichkeit gegeben, in Landshut mit einem, wie nennt sich das, Tachinometer, ja genau, danke, die Altstadt zu vermessen. Probleme in der Stadt ist größtenteils, dass die GPS-Genauigkeit sehr gering ist. Und wir haben dann wirklich jedes Hauseck auf Zentimeter genau vermessen. Das kann man auch in den Punkten in der Datenbank in OSM dann sehen. Da steht dann immer so eine Note dabei: Achtung, nicht verschieben, hochgenaue Positionsvermessung. Hier die Martinskirche, größtes Backsteingebäude der Welt. Genau, da sieht man dann nochmal: Point measured with professional geodetic equipment. War eine ganz coole Sache. Wir waren jetzt auch letztens in der Presse. Ich habe die Presse kontaktiert. Wir haben dann in der Vergangenheit ziemlich erfolgreich eigentlich die ganze Stadt und den Umkreis erfasst, sodass eigentlich jetzt nichts mehr Interessantes da ist, außer Hundekotbeutelspender. Und die Idee war, ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Erstens mal, um ein breites Publikum zu erreichen in der normalen Bevölkerung und auch um Städte und Kommunen zu animieren, vielleicht ein bisschen mehr an diesen Open-Data-Gedanken mitzuhelfen. Das heißt, Adresspunkte, Straßenlisten rauszugeben, etc. Und es ist schon soweit. Okay, dann mache ich schnell. Wir waren letztens auch noch im Fernsehen, Isar TV, wusste gar nicht, dass es so einen Sender gibt. Hier sieht man die Punkte, die wir von Landshut gekriegt haben. Adressdaten mit Koordinaten. Ist eine ziemlich wilde Geschichte. Und
Dann übergebe ich jetzt an den Trubi Knerr und danke mal der Weißwald. So, hallo, wer schon länger am Track war, hat mich schon bei meinem letzten Vortrag gesehen. Hier geht es jetzt nicht so sehr, um Technik, sondern um den Blick auf Stammtische von Passau aus. Wir haben verschiedene Kooperationen. Man hat vorhin schon die Folien mit Hausnummern und dergleichen gesehen. Wir in Passau bekommen auch regelmäßig von der Stadt Updates für die Hausnummerndatenbank der Stadt, was eine sehr hilfreiche Sache ist, weil Hausnummern mappen, weiß jeder, der schon mal versucht hat, ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Und wenn man da einen hilfreichen Datensatz hat, geht es doch gleich viel bequemer. Wir haben schon länger auch in Passau eine Straßenliste, mit der wir Straßen abgleichen. Und inzwischen sind wir auf dem Stand, dass nur noch einige obskure Straßen, wo wir uns gar nicht sicher sind, ob sie überhaupt existieren, noch in OSM fehlen. Wir haben auch schon Informationen bekommen, dass bei der Stadt noch einige weitere Daten liegen, an denen wir interessiert wären, zum Beispiel für Straßenlaternen, Bushaltestellen und so weiter. Und es gibt von der Stadt auch eine Mailingliste, wo regelmäßig Baustellen und andere Bautätigkeiten mitgeteilt werden. Daran wären wir auch interessiert und eventuell werden wir da auch bald nochmal auf unsere Kommunalverwaltung zugehen. Zum Thema Kooperation passt auch, dass es bei uns in der Gegend ein lokales Wiki gibt, wo eben auch Themen von lokalem Interesse drinstehen, lokale Bauwerke, lokale Straßen, die vielleicht in der großen Wikipedia irrelevant wären. Mit denen haben wir schon mehrmals gesprochen und das Ziel ist, auch wenn wir es aus Zeitgründen noch nicht ganz realisiert haben, dass wir denen eine Karte geben und vielleicht im Gegenzug auch ein paar von deren freiwilligen Interesse haben, bei uns, bei OSM, mitzumachen. Das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass vielleicht in der Gegend es ein Stadtwiki, Regionalwiki oder dergleichen gibt, dann einfach mal nachzuschauen, bei denen anzufragen, ob sich da irgendwelche Synergieeffekte ergeben könnten. Wir haben auch außerhalb unseres unmittelbaren Wirkungsbereichs am Stammtisch die Vorzüge von OSM gepredigt, unter anderem auf verschiedenen Vorträgen und Tagungen, zu denen wir eingeladen wurden. Hier ein paar Beispiele von Konferenzen, auf denen ich Vorträge gehalten habe. Und auch mein Kollege Peter hat an einigen Tagungen teilgenommen. Relativ viele werden von einer Firma in Regensburg, OptiTool, organisiert, wo wir auch gerne mal Gast waren und den anwesenden Tagungsteilnehmern etwas über OpenStreetMap erzählt haben. Unsere Öffentlichkeitsarbeit fokussiert sich aber natürlich letztlich schon auf Passau. Wir haben versucht, unseren Stammtisch bekannter zu machen. Bei uns in Passau gibt es auf der Webseite der Stadt einen Veranstaltungskalender. Dort haben wir regelmäßig Stammtischtermine eingetragen und hoffen, dass auf die Weise vielleicht auch einmal der eine oder andere neue Interessent zu uns stoßen wird. Wir haben auch Flyer. Die gehen jetzt gerade schon bei euch in den Reihen rum. Und das Besondere an diesen Flyern ist, sie sind lokalisiert. Wir haben eine Passau-Version und eine Landshut-Version. Und die Karten, die dort abgebildet sind, sind jeweils nicht irgendwelche Karten aus irgendwelchen Städten, sondern Karten aus der jeweiligen Ortschaft, wo die Flyer auch vor allem verteilt werden. Die Flyer stehen auch für jeden bereit, der selber auf die Idee kommt, sich einmal Flyer drucken lassen zu wollen.
die sind als Scribus-Datei verfügbar und lassen sich dadurch relativ leicht bearbeiten. Man braucht nur dieses Open-Source-Programm und kann dann ohne größere Mühe die Bilder austauschen, den Text ändern, vielleicht einen Hinweis auf den lokalen Stammtisch reinschreiben und so weiter. Ja, in Passau findet auch sehr viel Entwicklungsarbeit eigentlich statt, wenn es um Software rund um OSM geht. Ich selber entwickle ja schon lange OSM to World, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt noch viele andere Projekte und über die wird euch jetzt Peter was erzählen. Das will ich jetzt auch sehr kurz halten eigentlich. Es gibt noch ein paar Tools um die Slippy Map rum, das im Endeffekt auf OSM to World aufbaut, dass man die Karte sehen kann, wo einige Projekte entstanden sind. Dann haben wir Hausnummern-Tools für Landshut und Passau. Wie der Alex vorher gesagt hat, haben wir da die Hausnummern bekommen, dass wir abgleichen können, welche Hausnummern fehlen uns noch in OpenStreetMap und ähnliches. Und wir, oder besser gesagt, der Alex hat da noch was gemacht, so einen Webdienst für Wander- und Stadtkarten, wo dann solche speziellen Karten rauskommen, wo man SVG-Icons für die POIs einbauen kann. Das eigentlich gedacht ist für die Stadt selber, dass man Karten aufhängen kann oder dass man die an Hotels weitergibt und so weiter, dass man da einfach OSM etwas promotet. Dann will ich noch ein paar Kleinigkeiten von der Uni erzählen, wo ich immer wieder versuche, OpenStreetMap ins Gespräch zu bekommen und Studenten für OpenStreetMap zu begeistern. Ich habe das Glück, dass mein Chef mir erlaubt, immer mal wieder Bachelorarbeiten und Masterarbeiten im Bereich zu vergeben. Und da ist ein Projekt, zum Beispiel der Osmarelmon, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, zum Überprüfen und Überwachen von Relationen, damit man eben sieht, wann sich wo was geändert hat, wenn man zum Beispiel alle Buslinien in Passau überprüfen will. Ein zweites Projekt, das ich persönlich sehr gern mag, war eine 3D-Vermessung über Stereobasis. Ich nehme mein Handy, mache Fotos von einem Gebäude und kann damit dann die Gebäudehöhe bestimmen. Und eine dritte Bachelorarbeit, die ich hier noch kurz erwähnen will, ist die Streetcam, wo ich mit dem Android-Handy beim Autofahren die Straße aufzeichnen kann und danach, also die Schilder rausfiltern kann, die verschiedenfarbigen und entsprechend mit Java GUI am Desktop dann die Schilder erkennen kann. Da wird mir dann ein GPX-File rausgeschrieben, dass ich das in JOSM wieder laden kann und dann eintragen kann. Also es wird nicht automatisch eingetragen, sondern nur automatisch erkannt. Dann gibt es bei uns an der Uni auch immer noch sogenanntes Software Engineering Praktikum, wo in größeren Teams größere Projekte implementiert werden. Eins davon ist, also meine Idee war, sowas wie Marble nachzuimplementieren oder wie Google Earth, was in Studentenprojekten dann eben gemacht worden ist. Das ist jetzt ein Screenshot von dem Programm, wo ich dann die Welt in 3D habe und die entsprechend mit Teils von den verschiedenen Kartenservern dann angezeigt werden. Ich kann dann auch über die Overpass-API mir so POIs anzeigen lassen und mit SRTM-Daten bekomme ich ein wirkliches 3D-Höhenmodell, wo dann die Teils drauf gebastelt sind. Leider ist das Ganze noch nicht öffentlich im Netz verfügbar. Ich kann es am Laptop mal herzeigen, wenn es jemand interessiert. Studenten haben mir aber versprochen, dass es demnächst noch online stellen. Die haben aber das Copyright drauf, deshalb kann ich es nicht einfach selber online stellen. Dann will ich noch was zu Veranstaltungen sagen. Der Alex hat ja vorher schon kurz was zu den Stammtischen gesagt. Unser erster Vortrag, oder das war eigentlich der vom Tobias, das war der, wo man hier das Plakat dazu sieht, das war über IEEE ein Vortrag, wo ich eigentlich auch dann dazugekommen bin, oh, es hält jemand einen OpenStreetMap-Vortrag hingegangen und daraufhin hat eigentlich dann der Tobias den Passauer Stammtisch gegründet und seitdem treffen wir uns da eigentlich regelmäßig. Zweite Veranstaltung war dann noch Map the World, das war ein auch nochmal so ein Einführungs
Vortrag zu OpenStreetMap, wo wir den Leuten das Mappen erklärt haben. Da haben wir auch ganz nette Presse bekommen, vorher die Ankündigung und danach auch einen ganz netten Artikel in der Lokalpresse, wo dann nochmal erklärt worden ist, was OpenStreetMap ist und so weiter. Und der vom Matthias hauptsächlich organisierte Night of Living Maps haben wir auch Veranstaltung gemacht. Also hier sieht man dann, haben wir an der Uni veranstaltet, was halt dazu gehört, Pizza und Cola und so weiter und dann die Nacht durchgemappt. Erst kürzlich war an der Uni der Deutsche Geographentag, das ist da eigentlich die größte Veranstaltung in diesem Bereich. Wir haben ja zwar selber keinen Redeslot bekommen, aber es wurde uns erlaubt, dass wir kostenlos ausstellen. Da haben wir dann vom Frederik noch ein paar Vorlagen bekommen für große Plakate, die wir ausgedruckt haben und daran aufgehängt haben, um auch Werbung bei den Leuten dann entsprechend für OpenStreetMap zu machen. Und damit sind wir auch am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.